Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe für euch heute einen Rossmann-Haul. Bezahlt habe ich knapp 60 Euro. Ja, es war wieder relativ viel. Ich habe diverse Sachen, Kosmetik, Beauty und Schulzeug habe ich gekauft. Als allererstes musste ich mir wieder ein neues Pinsel-Clean-Spray zulegen. Das habe ich immer in meiner Box, wenn ich so Schminkvideos mache, dass ich das danach gleich auswaschen kann. Das geht richtig gut. Da sprüht man die Pinsel ein und dann tut man das ein bisschen auf Haushaltsrolle, so mache ich es, einfach ein bisschen ausdrehen. Und ruckzuck sind die Pinsel sauber. Dieses Spray kostet 2,99 €. Ist nicht billig, aber ich muss sagen, es hält wirklich lange. Ich habe das jetzt bestimmt 2 Jahre oder 3 Jahre mindestens gehabt. Und wenn ihr es schauen wollt, also ich habe wirklich sehr, sehr viele Schminkvideos gemacht. Dann musste mal wieder mit Reinigungstücher für Augen, Lippen und Gesicht von Isana. Gab es noch in der Limited Edition ein Doppelpack. Ich glaube so 1,50 oder 1,60 war das. Und sieht auch hübsch aus. Also meine Tochter nimmt diese Reinigungstücher sehr gerne. Dann habe ich wieder ein paar Wattepads mitgenommen. Ob ich welche brauche, ist egal. Immer wenn ich jetzt in der Drogerie bin und so, nehme ich eine Packung mit. Kann nicht schaden, man braucht es ja immer wieder. Dann habe ich, oh ja, es wird Zeit, dass ich diesen Haul abdrehe. Was zum Naschen? Drolli saure Blitzer, nee, Bisser, Bissler, Bitzelmix. Also wenn ihr seht, da ist schon jemand rangegangen, also da ist nicht mehr viel da. Ich dachte, ich kaufe mal ein bisschen was zu naschen, aber ich glaube, hier war jemand anders schneller. Die trauen sich was, hey. Da stand ich, habe einmal extra frisch Mundspray. Ich stand mit meiner Tochter vor dem Regal und sie dann so, Mama, Mama, guck mal, da, wollen wir das mitnehmen? Für meinen Sohn, weil der trägt Zahnspange und ein bisschen Mundhygiene, da muss er mal echt aufpassen und so. Und ich komm, das nehmen wir einfach mit, da stellen wir den hin, mal sehen, was er sagt. Da wird er uns zwar schimpfen, aber ich dachte, für 99 Cent gönnen wir uns einfach mal den Spaß. Ja, wir werden auch ständig geärgert, ja. Ich werde sehr viel geärgert von meinem Sohn. Ja, ja. Und da muss man ein bisschen in eine kleine Retourkutsche kommen. So, dann gab es neue Badekugeln mit Überraschung. Wir haben Badekugeln Bauernhof, Marseille, Kuh, Lamm etc. Was da alles drin ist. Die waren für 2,59 €. Ich habe da 4 Stück mitgenommen. Zwei. Oh, hier sind sie. 3, 4. Ja, wenn ich das einmal mitnehme dann und ich einen Haufen Geld bezahle, dann, wenn ich die Karte zücke, dann muss halt richtig viel mitgenommen werden. Einmal im Monat kann man sich das ruhig mal gönnen, weil ich gehe auch dafür arbeiten. Und dann lasse ich mir halt sowas einfach mal raus. Ja, jeder hat so andere Hobbys. Dann haben wir einmal eine Limited Edition Isana auf Spritztour Duschgel. Das Design sieht sehr, sehr schön aus. Erinnert auch ein bisschen an Urlaub. Es riecht sehr fruchtig und wir haben hier, oh, ich würde sagen, Grapefruit, Orange, ein abenteuerliches Duscherlebnis. Die Kombination ist aus sonnengeküsster Orange, einer warmen Note aus Zedernholz und einer Prise Lemongrass. Weckt deine Sinne und verwöhnt deine Haut. Fühle dich erfrischt, belebt und voller Energie. Also erstmal das Design hat mich angesprochen und auch die Duftnote. Dann haben wir ein bisschen was für den Haushalt. Einmal Domol Geschirrspültabs. Die sind in Ordnung, die nehme ich gerne. Reicht auch vollkommen aus. 40 Stück sind drin. Dann habe ich noch einmal Augenpads, also nicht für mich, die hat sich meine Tochter rausgesucht, einfach weil das aus einer neuen Limited Edition ist, glaube ich, Summer Vibes mit Weidenröschenextrakt, Alge und Hyaluron. Die waren hier für 99 Cent.
dann habe ich natürlich zugeschlagen mit Badezusätzen. Also ich konnte es nicht lassen. Ich habe da reingehauen. Erstmal haben wir hier eine Limited Edition. Ist die nicht süß? Da habe ich 2 Stück davon genommen. Mit diesem Hund. Da gab es auch schon mal eine... Oh, wo ist es? Wo ist das andere? Da gab es auch schon mal ein Duschgel davon. Und jetzt hatten sie so einen Badezusatz. Oh, ich finde gar nicht das andere. Wo habe ich denn das? Ach hier. Ja, genau. Da kann ich eins in die Kamera zeigen und eins zum Vorlesen. Mit dir ist das Leben schön. Ach, das ist doch schön. Das ist doch schön, ja. Also ich habe 2 Stück davon gekauft. Die waren im Angebot. Also was heißt Angebot? Also 59 Cent normaler Preis. Dann war im Angebot, ja, Berry Love mit fruchtigem Beerenduft mit Traubenkernöl. Eine Limited Edition. Die war jetzt im Abverkauf für 35 Cent. Da habe ich natürlich den ganzen Aufsteller, was heißt, also die Pappe, habe ich komplett leer gemacht. Da waren noch 4 Stück drin und die musste ich einfach mitnehmen. Für 35 Cent. Ich mag sowas gerne, gerade wenn ich Haare wasche. Da mache ich mir sowas immer rein, damit es nicht so schäumt. Dann habe ich die fruchtige Brise mit fruchtigem Duft nach Mango und Pfirsich. Habe ich schon getestet. Ist sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen vom Duft. Ist auch eine Limited Edition. Da habe ich auch gleich mal 2 Stück mitgenommen. Weiter geht's. Blütentraum-Badesalz mit zauberhaftem Duft nach Vanille und Pfirsichblüte. Ist ein neuer Duft. Habe ich noch nicht ausprobiert. Und ich habe jetzt auch gleich mal 3 Stück mitgenommen. Ja, das muss sein. Nicht, dass ich mich dann ärgere, wenn es das dann nicht mehr gibt. So. Dann haben wir einmal noch Traumzeit mit Lavendelöl und Vanilleextrakt. Also Lavendel und Vanille, sowas ist auch eine sehr, sehr schöne Kombination. Gerade wenn man mal entspannen muss, auch 59 Cent. Und hier habe ich noch Badesalz Velvet Flower. Da habe ich noch ein paar zu Hause, aber ich habe sie trotzdem nochmal mitgenommen. Wie gesagt, bevor es nicht mehr gibt, weil Limited Editions, wenn sie weg sind, sind sie weg. Was ich dann zwar immer schade finde. Oh, das haben sie zum Glück noch nicht entdeckt, meine Kinder. Mauern, Kracher, Cola. Okay, Cola. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Cola genommen habe. Es hat meine Tochter rausgesucht, aber sollen sie essen. Ich mag sowas, den Knetsch nicht unbedingt mit Mauern. Ich mag da lieber so saure Gummis da. Das mag ich viel, viel lieber. Dann hat sie sich noch ein Parfüm-Deodorant Secret Moment mit sinnlich floralen Duft rausgesucht. Wenn ich es sehe, das wird mit Vanille sein und ein bisschen Lavendel. Oh, das muss ich jetzt mal schnuppern. Oh, oh wow. Oh, das ist ein toller Duft. Vanille und Lavendel, das ist ja eine geile Kombination. Oh, das riecht wie ein bekanntes Morgenparfüm. Ich kann es euch nicht sagen, aber es riecht wunderbar. Oh ja. Oh, herrlich. Wow. Oh, da muss ich aufpassen. So eins muss ich mir auf jeden Fall auch zulegen. Also mir riecht das wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich ein super Schnäppchen gemacht. Max Black Man. War im Abverkauf für 6,50 Euro. Habe ich extra aufgesprüht, habe es getestet und für gut befunden und habe das jetzt mitgenommen. Das bekommt mein Sohn. Dann gibt es eine neue Limited Edition For Your Beauty, auch von Rossmann Eigenmarke. Hier haben wir so einen kleinen Fächer. Muss ich mal aufpassen, dass ich den nicht kaputt mache hier. Weil ich ja immer so schwitze. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme diesen gerade jetzt auch für den Urlaub, für die Handtasche, wenn man irgendwo ist, wenn man essen geht oder so. Und wenn ich da meine Schweißausbrüche bekomme, da kann ich dann gleich mal ein bisschen wedeln hier. Und ja, erfüllt vollkommen seinen Zweck. Allerdings der Preis, also sieht hübsch aus, ne? Aber der Preis, 2,99 für so einen kleinen Fächer, ist schon ganz schön
Habe ich. 1,50 oder 1,99 hätte es für mich auch getan. Ne? Aber wie gesagt, musste es unbedingt sein. So, jetzt ein bisschen zum Schulzeug. Hier haben wir Tintenkiller, 4 Stück. Die waren 1,29 €. Finde ich einen super Preis. Dann habe ich hier ein bisschen Schulzeug. Ein Orangenhefter, ein weißen Hefter, ein grünen Hefter, ein grauen Hefter. Dann haben wir speziell, die finde ich halt größtenteils immer nur im Rossmann, diese Ringordner hier. Ist dort mit am günstigsten. Also das sind keine großen, das sind so 2 cm starke Ringordner. Die sind sehr gut und praktisch für die Schule. Diesmal sollen meine Kinder wirklich ihr Schulzeug mal selber machen. Ja, bis jetzt hat das immer die Mama gemacht. Mein Kind kommt jetzt in die 10. Klasse und jetzt sollen sie es mal selber machen. Ich habe gesagt, welche Hefte braucht ihr? Schreibt es auf und ihr macht das diesmal selber. Welche Hefte noch funktionieren? Abheften, in Aktenduli, Klasse draufschreiben und wegräumen. So. Dann haben wir einmal noch liniertes und einmal einen karierten Block. Ja, ich verwöhne meine Kinder mit sowas immer wirklich sehr, weil ich bin da ein bisschen pingelig, was auch Beschriften betrifft. Und wir machen das zwar schon immer zusammen, aber es soll halt alles seine Ordnung haben, weil die sollen es auch irgendwann mal wiederfinden für die Prüfung. So, das war mein Haul. Wenn es euch gefallen hat, lasst mein Like da, ein Abo. Schaut bitte gerne meine anderen Videos. Auch wenn es euch vielleicht nicht so interessiert, lasst sie einfach durchlaufen. Ein Like und ein Smiley oder irgend sowas rein in die Kommentare. Damit helft ihr mir schon sehr viel weiter. So, macht's gut, habt einen schönen Tag. Tschüssi.